Hallo und herzlich willkommen bei Handpuppen unter der Lupe. Heute mit der Oma Elfriede, wie ich sie getauft habe. Im Original heißt sie Living Puppets Großmutter. Dieses Video mache ich auf einen Userwunsch hin, der dem aufgefallen ist. Ich möchte dir an dieser Stelle danken, dass ich die Großmutter noch gar nicht unter die Lupe genommen habe. Und das möchte ich hiermit nachholen. Und wie die Großmutter, beziehungsweise bei mir getaufte Oma Elfriede, im Detail aussieht, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Bei der Oma, beziehungsweise bei der Living Puppets Großmutter, ist das Klappmaul bespielbar. Die Zunge. Und die Hände. Wundert euch bitte nicht, warum die Hände auf einmal so voluminös aussehen, auch wenn da kein Puppenspieler drin steckt. Ich habe mir, da ich die Hände eigentlich so gut wie nie bespiele, habe ich mir da Softflocks reingemacht. Es ist so ein Material, was man auch von Kissenfüllungen kennt. Habe ich in die Ärmel einmal reingesteckt, damit das Ganze auch, beziehungsweise auch in die Finger, damit das Ganze auch noch etwas aussieht und die Hände nicht so leblos da sind. Schauen wir uns jetzt einmal die Details an von der Handpuppe. Und dann sehen wir gleich, dass die Großmutter eine Brille trägt auf ihrer Nase. Die Brille ist an der Nase festgemacht. Nachteil dieser ganzen Brille ist, wenn man die Puppe, so wie ich, in einem Koffer oder in einer Kiste transportiert und in dieser Kiste sind noch mehr Sachen drin, dann verrutscht diese Brille und man muss die Brille jedes Mal neu einstellen, so dass die Großmutter auch wirklich dadurch schaut. Ich finde es gut, dass die Brille anders konstruiert ist als bei dem Großvater. Allerdings ist diese Art der Konstruktion ja sehr anfällig dafür, dass die Brille wirklich nicht mehr richtig sitzt. Das Material, aus dem die Brille ist, ich würde sagen, es ist eine Art fester Filz, ist kein Draht drin. So wie es natürlich auch richtig ist bei Kinderspielzeug. Muss man sich überlegen, ob man sich da nicht vielleicht was anderes einfallen lässt. Ich hatte bis jetzt noch nicht weiter über die Brille nachgedacht. Ich habe das immer versucht irgendwie zu richten. Aber klar passiert es mir natürlich auch, dass dann die Brille mal während einer Aufführung schief sitzen kann. Wo wir gerade bei dem Augenbereich sind, schauen wir uns die Augen an. Die Augen sind blau, wunderschön blau. Finde ich, passt charakterlich super zu der Großmutter. Die Nase ist auch sehr schön, das ist eine ganz einfache Nase. Dann die Haare sind wirklich ja, toll gehalten. Die sind so ja, mittellang, würde ich sagen. Und obendrauf ist ein wunderschöner Dutt. Dieser Dutt ist echt klasse. Der rundet nochmal so dieses gesamte Bild einer großen Mutter ab. Allerdings passiert es ziemlich schnell, dass dieser Dutt aufgeht. Und da gleich ein Tipp von mir an dieser Stelle. Der ein oder andere, der diese Handpuppe bereits besitzt, hat das sicherlich auch schon gemacht. Macht einfach oben einen einfachen Knoten rein. Seid damit allerdings auch vorsichtig, weil sonst kann es sein, dass ihr diesen Dutt sonst kaputt macht. Die weiteren Details an dieser Handpuppe sind ein hübsches Blümchenkleid in ja, Blautönen gehalten mit blauen und gelben Blümchen. Knöpfe sind hier an diesem Kleid auch angebracht. Man kann diese allerdings nicht aufmachen. Trotzdem sieht es so aus, als ob das wirklich ein Kleid ist, was man aufknöpfen könnte. Schön finde ich auch die Schürze. Und schauen wir der Elfriede einmal unter den Rock. Eine wunderschöne Rüschenunterhose.
Der ein oder andere kennt sie noch vielleicht von der Oma oder von der Uroma aus früheren Tagen. Jetzt muss ich gerade mal die Elfriede einmal richten. Und unten hat sie Pantoffeln, die mit Klettverschluss unten am Fuß festgemacht sind. Und der Klettverschluss ist fast in einer Art hautfarbenen Ton gehalten. Das sieht man jetzt leider hier auf der Videoaufnahme schlecht, aber trotzdem ist das echt super geworden. Die komplette Kleidung ist ausziehbar und ja, im Prinzip könnte man die Elfriede dann nackt haben, beziehungsweise man könnte ihr, um es jetzt mal anders zu formulieren, man könnte ihr einen Badeanzug anziehen und dann könnte sie irgendwie in den Strandurlaub fahren mit ihrem Gatten, dem Großvater. Oder bei mir heißt er Erich. In das Klappmaul gelangt man auf der Rückseite wieder im Bereich des Nackens, wie es üblich ist. Hier seht ihr nochmal von dem Kleid die Rückseite. Hier ist ein Klettverschluss drin. Die gute Lady ist übrigens nur 63 cm groß und das gemessen unten vom Fußansatz bis oben zum Ende des Dutz. Ist aber nicht weiter tragisch, wenn man bedenkt, dass Frauen in der Regel sowieso immer etwas kleiner gewachsen sind als Männer. Die gute Lady kostet übrigens 85 € so um den Dreh. Um abschließend nochmal darauf einzugehen, das Einzige, was mir wirklich negativ oder beziehungsweise etwas negativ aufgefallen ist, ist diese Konstruktion mit der Brille. Wenn ich da irgendwie eine Neuigkeit habe, wie ich das Problem gelöst habe mit dem ständigen Verwackeln der Brille, dass die schief sitzt und im Prinzip die Großmutter gar nicht mehr durch die Brillengläser durchguckt, sondern irgendwie so drüber weg, dann werde ich euch auf jeden Fall hier noch in den Kommentaren was dazu schreiben, beziehungsweise unter der Videobeschreibung hier hinzufügen. Ansonsten würde ich noch gerne zum Abschluss sagen, dass Tanja und ich uns über einen Facebook-Like freuen würden bei Vorsicht Living Puppet und natürlich auch über einen Besuch auf unserer Website www.vorsicht-puppe.de. Das war's wieder einmal. Tschüss, macht's gut, euer Hannes.